So, wieder. Huch, was ist das für eine komische Schrifttafel da jetzt? Sieht ja ganz anders aus wie sonst. Die auch hier. Kann man auch nicht lesen. Aha, ein Schlüssel. Ne, verschollenes Artefakt. Wert der Usivatar. Upgrade aller Resistenzen. Gruft der Priester 1 von 1. Hier ruhen Unsu, Urur, Simudar, Usivatar, Bali und Melemkish. Alle gejagt von den ketzerischen Varsa. Die ersten, die die Erleuchteten betrogen. Aha. Okay, die haben die also betrogen. Also sind die Varsa gar nicht so richtig toll gewesen. So, jetzt frage ich mich doch, wo müssen wir denn hin jetzt? Wir haben jetzt von da, wenn wir hier hochgehen. Oder müssen wir vielleicht hier hoch? Geht's hier irgendwo weiter? Nee, ne? Nicht so aus. Nee. Hier links noch ein Durchgang. Ich glaube nicht, dass da was ist. Gehen wir mal hier zurück. So, von da sind wir gekommen. Von da oben sind wir hier links hoch. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier runter. Gehen wir mal Richtung Zielpeilung. Okay, die ist ja direkt da vorne. Dann können wir uns auch noch kurz ein bisschen umschauen. Ich würde gerne wissen, ob man hier hinter noch hochgehen kann. Warte mal, wir kamen von da, ne? Oder? Bin ich von da gekommen? Meilenstein 2 von 2, die Arterie der Hitze. Nee, von da sind wir doch nicht gekommen. Hä, warte mal. Kann doch jetzt irgendwie nicht sein. Da geht ich schon. Hä? Das haben wir doch nicht gesehen eben. Gehen wir aber jetzt mal runter hier. Ach. Guck mal an. Klosterchroniken 1 von 6. All die Kinder, die hinter diesen Toren leben, sind heilige Eingeweihte der Erleuchteten. Wir sind verpflichtet, ihnen zu helfen, den Aufstieg zu erreichen, nach Art des flammenlosen Rituals. Wenn ihre Träume ihnen die Worte des Balls gewähren, so wissen die Eingeweihten, ihre Zeit ist gekommen. Sie werden hinabgebracht zum Ritual der vier bewegenden Säulen. Was sind denn die vier bewegenden Säulen? Bei einer Prozession werden die Eingeweihten durch ihre Eltern gesegnet, während sie durch das Heiligtum der Erleuchteten schreiten. Alle Initianten prozessieren dann in das Untergeschoss, wo sie die vier Tore öffnen müssen. Die Himmelwesen fordern von jedem Kind eine reine Seele und ein starkes Herz, wenn es sich schrittweise der Dunkelheit nähert. Die sich bewegende Dunkelheit erwartet alle Initianten. Sein Geist ist hungrig nach reinen Seelen.
Es nimmt sich nur die wertvollsten und erhebt sie über diese Ebene der Existenz. Ist damit diese dunkle Wolke gemeint? Linas Herz war nicht rein und sie kam ab vom Weg. Der dunkle Geist bemerkte dies und folgte ihr hinab in die Höhlen. Der Geist erreichte unsere Kloster und entfesselte seinen Zorn. Das darf nie wieder geschehen. Heilige Botschaften 1 von 4. Die anderen schworen dem Licht ab, um in der Dunkelheit zu leben. Sie strahlen uns gegebene Gaben, sie wollten alles mit sich hinabnehmen. Strauchelt nicht, haltet zum Licht. Die Himmelwesen sind alles, was zählt. Huldigt ihnen. Helft den anderen nicht, redet mit den anderen nicht, mit den Ungläubigen. Sie sind nicht länger Teil unserer Art. Ihre Strafe ist ihre eigene Ignoranz. Schließt die Tore, lasst sie nicht hinein. Die Himmelwesen gaben uns Werkzeuge, um uns zu schützen. Es klingt ja fast, als hätte die Bevölkerung sich gespalten. Oh. Wo wir gerade beim Thema gespalten sind. Ich wollte nur sagen, dass man sich hier gut spalten kann. Eieiei. Ich kann mich hier dran erinnern, hier war ich schon mal. Aber. Ach du Scheiße. Boah. Okay, hab ich's mir doch gedacht. Dieser Geist der Dunkelheit ist tatsächlich diese Wolke. Das ist tatsächlich diese Wolke gewesen mit diesen Spitzen und die reagiert nun mal auf die Fackel. Die hatte ich jetzt natürlich an und deswegen hatte ich die dann auch direkt an der Backe. Und bin dann leider dazu übergegangen, mich zu spalten. So, bevor wir jetzt da reingehen, gehen wir mal erst da hoch. Denn ich glaube, das wird eine längere Aktion da. Deswegen gehe ich jetzt erstmal hier vorne zum Vektor, zur nächsten Peilung und schau mal, was uns dann hier gesagt wird. Abgeschiedene Dunkelheit 2. Finde einen Weg, der nach oben führt. Okay, wir könnten also klettere nach oben. Das sollen wir jetzt machen. Das werden wir natürlich jetzt nicht machen. Wir gehen jetzt da runter und schauen mal, wie wir uns an dieser Wolke vorbeischleichen können. Jetzt habe ich natürlich eben einmal gespeichert, bevor wir da reingegangen sind. Das heißt, ich muss die Sachen jetzt nochmal lesen. Also das heißt, ich werde die jetzt nicht komplett nochmal lesen, aber ich muss die auf jeden Fall nochmal einmal anklicken, damit die mir auch gut geschrieben werden. Nehmen wir mal schon mal die Taschenlampe raus. So. Den. Ich weiß nicht, ob die mir schon direkt gut geschrieben werden. Wir können ja mal gerade schauen. Klosterchroniken 3. Das hier ist 4. Die hatte ich schon anvisiert. Das heißt, ich muss den Text durchlaufen lassen. Vorher sind die nicht gut geschrieben. Das ist natürlich dann blöd. So, den noch. So. Heiligen Botschaften müssen wir auch noch lesen.
So, warte mal, dann gehen wir noch mal ganz kurz da hinten hin zurück. Dann tun wir jetzt noch mal speichern. So. Hier unten irgendwo weiter? Nö. Ach so, ein Mist kann irgendwie passieren. Ach, das ist doch nicht wahr. Okay, man darf nicht zu lange darauf stehen bleiben, sonst klappt der Boden weg. So. So, und jetzt bemerkt die uns nämlich nicht. Also die reagiert auf die Hitze der Fackel. Diese blöde Wolke da. Doofes Teil. Oh Mann. Ach du Scheiße, ist das hier riesig. Und überall Fallen. Oh shit. Wenn jetzt die komische Wolke hier ankommt, dann ist Feierabend und ich höre die schon. Wie soll ich denn das hier noch lesen? Zwielichtkloster 3 von 7. Ich ertrage das nicht mehr. Ich glaube, ich habe die Gesichter von Mama und Papa vergessen. Bitte, ich will nur nach Hause. Lina von der Insel der Dämmerung. Ich habe Angst um Emera. Sie hatte wieder diesen Traum von dieser Rauchkolben mit pulsierendem Licht. Die Priester erzählten mir, dass das bedeutet, die Zeit ist gekommen und vorbei. Boah, Leute, ey. Das ist aber echt heftig hier drin. Das ist echt mal heftig. Mein lieber Mann. Okay. Aber zum Glück haben wir das jetzt schon gelesen. Gucken wir lieber nochmal sicherheitshalber nach. Heilige Botschaften 2 von 4. Klosterchroniken, genau. Klosterchroniken 5 von 6. Da fehlt doch eins. Welches haben wir denn dann vergessen? Vielleicht die 1 oder was? Schauen wir mal noch mal kurz rein.
Klosterchroniken. Jetzt haben wir sie alle gelesen. So, und dann würde ich sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Ich überlege mir mal, wie ich da durchkomme. Denn die Stelle da, die kenne ich jetzt tatsächlich ausnahmsweise selber nicht. Da bin ich wahrscheinlich im Livestream direkt da oben, zack, ab, durch und nach oben weitergegangen und habe das hier gar nicht gesehen, beziehungsweise gar nicht erkundet. Und deswegen würde ich sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Macht's gut, bis dahin und tschüss.